Und da sind wir wieder bei Final Fantasy X, wo wir kurz vor der Offensive stehen. Ja, ich verstehe kein Wort. Ja, auf jeden Fall. So, was geht bei dir? Are you ready? Ja, wir sind bereit. Mr. Kinnock, please. Will Sin come? Sin always returns for its spawn. To make sure, we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Orin telling me. Sin is my old man. Sin is Jekt. Na, das ist doch mal ein sehr hübsches Ding. I remember. Wäre der Cop? Oder wäre das? Ja, das schützt das. Those arms are in the way. Kann man auch die. Ah, alles klar. Kann man auch die Arme angreifen. Machen wir aber jetzt gerade mal noch nicht. So, hier gucken wir mal, ob wir was lernen können. Zumindest nicht vom Bauch. So, dann rufen wir mal den Orin. Der mal entspannt den Arm weghacken kann. Der Kopf macht eine verdächtige Bewegung. It's going to attack. Aim for the head. Angst davor habe. Vidus hat schon angegriffen. Wacker ist dran. Wacker macht da gerade eher nicht so den starken Schaden. Lulu. Weg mit dem Arm. Hat sie gleich doppelt was abbekommen. Nicht so nett. Aber wir haben ja Engel. Alles ist cool. Alles ist easy. Ist hier wieder so, du warst schon. Mari war auch schon. Das waren eigentlich alle schon. Sehr schön. Dann werden wir doch mal auf den Arm hier einprügeln. Das kennen wir, Gravitas interessiert uns nicht. Oh, Jona, du musst noch eben ein bisschen warten. Denn wir sind gerade dabei, hier den Arm zu entfernen. Ein bisschen Wasserwut. Also wir wissen, beide Sticks drehen. Machen wir das mal. Dreh! Nicht ganz so spektakulär, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber ist weg. So. Wollen wir den. Entfernung ist zu groß. Okay, wir kommen an den Kopf gerade nicht ran. Perfekter Zeitpunkt, um mal den Ifrit kurz zu rufen. Und einen Schluck Wasser zu trinken. Auch ein guter Zeitpunkt, um Wasser zu trinken. Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie sich einen Schluck Wasser, denn das ist gesund. So. Weiß nicht an den Kopf ran, oder was?
hauen wir ihm doch mal einen Meteoriten an den Kopf. Boah, 880 Schaden, ne? Kopf macht eine verdächtige Bewegung. Omitas. Aber Ifrit wird gerade ganz schön gekräht. Boah, Alter, Ifrit wurde richtig bearbeitet. Mit seiner letzten Kraft setzt er zu der Exasa-Attacke an. Er weiß, er wird sterben. Doch er will seine Beschwörerin beschützen. Oder sowas in der Art. Und da geht Ifrit down. Aber der Kopf müsste doch eigentlich im Arsch sein, oder? Wobei, der hat ja auch 7000 HP, wenn ich mich nicht täusche. Wie sieht's aus, Kopf? Du hast nicht mehr sehr viel. Wacka, wacka, Hau doch mal einen Ability-Heap an den Kopf. Was für den Kopf. So, Kopf wird grau. Und dann rufen wir nochmal bei Fares. Weil es so schön war. Ist ja nichts mehr anderes da hier, außer der Bauch. Abitas tut natürlich schon ein bisschen weh. Aber werden wir überleben. Die Arme haben sich regeneriert. Das finde ich jetzt eher nicht so cool. Okay, also wir wissen, das Vieh regeneriert sich. So bin ich nochmal dran, also mache ich das einfach. Immer nicht. Es wird gesagt, ich bin dann nochmal dran, aber bin ich dann auf einmal nicht. Das ist irgendwie. No special for me, Baby. Na gut, er wird jetzt vermutlich abnippeln. Ist was special. Oh, Gravitas nur. Bitte macht nichts anderes mehr. Danke. Kann ich immerhin noch die Ekstase-Fähigkeit raushauen hier. Die Arme sind vernichtend geschlagen. Genau wie er, bei Fares. Aber jetzt können wir eben immerhin so Full Contact. Full Contact auf Bauch. Bauch kraulen. Wen nehmen wir denn nochmal? Auron auf jeden Fall, weil der ordentlich Schaden raushaut. Dann. Lulu macht schon einen guten Schaden, würde ich sagen. Zumindest akzeptablen. Du könntest eigentlich sie mal heilen. Wobei, du kannst sie auch einfach wiederbeleben, wenn sie stirbt. In der Zeit kommt jemand, der auch Schaden macht. Die Arme regenerieren sich irgendwie ziemlich schnell. Aber ich glaube, sie kann noch auf Bauch casten, oder? Yep. Gut, dann ihr konzentriert euch auf die Arme.
Ein bisschen Glück habe ich ja schon gerade. Dass Lulu noch am Leben ist. Lulu hat mittlerweile echt gar nichts mehr an Leben. Auch nur eine Frage der Zeit, bis mal jemand stirbt. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis es tatsächlich passiert ist. Oh, so, dich brauche ich gerade nicht. Ich kann ja mal dich reinholen hier. Zu Boden und die Arme haben sich regeneriert. Yuna. Und Weißmagie und Engel und Aurel. Schwarzmagie, Feuer. Ich würde sagen, sie bleibt auf jeden Fall auf Bauch. Leben des Bauches wird nämlich weniger. So, du nicht. Tidos, Wacker. Wie viel Damage machst du denn den Armen? Riecht gerade leider nur ein Oh Gott raus. Denn Wacker ist so ein bisschen. Bisschen schwach. Schon ein bisschen schwach. Ja. Kann man so stehen lassen. Holen wir lieber wieder Kimari rein. Schaffst du das? Ach, bitte doch mal ein bisschen Mühe, Mensch. Nochmal Gravitas. Wir haben mittlerweile langsam echt wenig Leben. Mein Gefühl sagt mir, ich sollte mal eine Mega-Portion raushauen. Als gleich plötzlich aus dem Nichts ein AOE kommt. Womit natürlich keiner rechnet. So, was machst du denn mal? Flammen. Okay. Voll akzeptabel. Ciao. Na, was kommt denn da? Let's go! Look out!
Stand back, Lady Yuna. Yes. Jetzt haben wir den Seymour an unserer Seite. Was? Ich kann nicht beschwören? Vitra hat das, ist ganz cool. Was hast du denn noch so an Schwarzmagie vielleicht? Feuer, Feuera. Feuera ist schon mal cool. Oh, Baby. Das macht Schaden. Halt dich mal kurz. Schaden fängt da keinen so wirklich, das hier. Na gut, er macht enorm Schaden. Ich mach da mal Chili-Milli-Modus. Wobei. Er macht so viel Schaden. Warum soll ich das nicht ausnutzen und voll auf Body gehen? Die Team wechseln kann ich eh nicht. Ja, die Yuna, die kann natürlich nichts machen, ne? Giftsekret, bam! Sie hätte einen Meisterruf, aber sind hier beide down, also gibt es keinen Meisterruf, sondern nur einen Medica. Medica oder Heil? Nein, Medica. War es dann wohl schon wieder mit dem Vieh? Seymour ist am Durchdrehen. Erstmal seine starke Anima. Seine Zauber sind stark. Er ist einfach nur stark, der Typ. Oh. Nur ein Level 1 wäre das? Oder mehrere halt? Die anderen!
Ich gehe erstmal kurz aufs Sphärobrett. Machen wir mal eben noch, ne? Aber was wir eben gesehen haben, war natürlich nicht so erfolgreich. Jetzt haben wir wieder einige Leute abgenippelt. Die Leistung. Ja, so ist das mit Schnapsideen, ne? Man sollte es einfach lassen. So, kommen. Ja, wir kommen hier lang. Können auch das hier brechen. So, wir können ja noch. Gehen wir hier hin. Wir hätten eigentlich. Nein. Wir hätten da das Dings brechen sollen. Machen wir das nächste Mal. Ja, wir haben keine Ability. Brauchst keine Ability. Noch nicht. Schon. So. Bewegen. Nee, das war falsch. Denn wir können getrost hier hin. Wenigstens kann Sikard nichts lernen. So auf Anhieb. So. Bewegen wir uns hier hin. Und benutzen dann tatsächlich das. Zack. So, damit wir dann da rankommen. So, Wacker. Geht nicht. Sorry, geht nicht. Geht nicht. Alles klar, wir brauchen Ability-Dinger. Und ja, hier machen wir trotzdem jetzt eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy X. Ciao.